Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Faster Than Light. Und wir waren jetzt hier stehen geblieben nach unserer Niederlage im letzten Part. Werden wir jetzt mal gucken, ob wir mit diesem anderen Schiff das mal besser hinkriegen. Und sprengen deshalb einfach mal in den nächsten Sektor. Und zwar am besten in den Engie-Controlled Sektor. Zivilisierte Sektoren sind manchmal immer lieber als andere. So, hier passiert erstmal nichts Wichtiges. Wir können also einfach mal weiter zum Store. Hier können wir uns was Schickes kaufen. Maxwell, ein Zolltarn. Interessant, aber auch recht teuer. Ich werde auf jeden Fall mal Schiff reparieren. Und dann gucken wir mal, was wir uns noch leisten können. Nicht mehr so viel. Ein bisschen Treibstoff werde ich wohl kaufen. Also ein paar Drohnenteile. Und Raketen brauchen wir eigentlich nicht, denn die verfeuern wir ja nicht. Okay. Damit können wir auch gleich mal weiterspringen. Hangeln wir uns von Store zu Store. Was haben wir eigentlich hier Schönes? Nichts, was wir wirklich bräuchten. Also der nächste Sprung, weiter in Richtung Exit. Und da haben wir... Wir haben eine Nahstation nach Hilfe gefragt. Das ist ein Scrap, eine Drohne. Ausgezeichnet sowas. Dann geht's einfach mal weiter Richtung Exit. Was wollen wir noch weiter? Und wer haben wir hier? Ein Sklavenschiff. Wir haben leider nicht genug Scrap, um uns einen Sklaven zu kaufen. Aber den Sklavenhändler werden wir einfach mal angreifen. Finde ich eine Frechheit, dass die einfach mit menschlichen Lebewesen handeln. Deshalb gebieten wir ihm einfach mal Einhalt. Anti-Schiff-Drohne ist besonders wichtig gerade. Dann gucken wir mal. Die haben auf jeden Fall einen guten Schutz vorerst. Aber uns treffen die erstmal auch nicht. Bis auf mit diesem riesigen Laserstrahl. Aber mit dem riesigen Laserstrahl ist das ja auch kein Wunder. Kann ich der Drohne eigentlich irgendwie sagen? Dass die irgendwo speziell angreifen soll. Ne, die schießt schon einfach nur so. Ich sollte vielleicht mal nicht aus dem Spiel rausklicken, sondern auf Autofeuer klicken. Irgendwie feuert gerade nichts. Schieß auf die Schilde. So ist es brav. Die Schilde schon mal lahmgelegt und wenn die Schilde lahmgelegt sind, ist das so alles sehr hilfreich. Jetzt bieten wir uns den Sklaven noch einfach mal so an, wenn wir ihre Aufgabe annehmen, also annehmen, dass sie aufgeben, so meinte ich das. Was tun wir einfach mal? Jetzt haben wir ein weiteres Crewmitglied. Den kommen wir dann auch gleich mal zu den Antriebssystemen schicken. Jetzt haben wir hier noch einen Ort, wo jemand vielleicht Hilfe braucht. Fliegen wir einfach nochmal hin. Vielleicht kann man helfen. Ja, wir untersuchen mal das Schiff, was wir hier scheinbar gestrandet finden. Es ist verlassen und wir finden da immer ein paar nützliche Sachen. Ausgezeichnet. Dann können wir jetzt endlich mal zum Exit springen und dort glücklich sein. Und schon springen wir in den nächsten Sektor.
Obwohl, nein, tun wir besser nicht. Wir springen nochmal zurück zum Store. Und gucken mal, ob wir da noch ein bisschen Treibstoff kaufen. Achso, jemand, der handeln möchte. Genau das wollen wir auch. Wir kaufen uns einfach mal Treibstoff ein bisschen voll. Okay, ich kann mal gucken, ob wir vielleicht irgendwas am Schiff schon mal verbessern könnten. Ich wüsste aber gerade nicht, was genau. Am ehesten wahrscheinlich die Schildsysteme, aber da würde ich gerne so weit gehen, dass wir dann nachher zwei Balken an Schild haben können. Deshalb sparen wir erstmal nochmal und gehen jetzt in Richtung Exit, denn die Bedrohung kommt schon langsam nah. Schon springen wir hier raus. Immer dahin. Das macht eigentlich sowieso keinen Unterschied. Nur dass wir von da aus gleich hier mehr Möglichkeiten zum Weiterfahren haben. Das hier ist also die Heimat der Mantis. Und ja, viel gibt es dazu nicht zu sagen. Wir springen einfach mal los. Kommen hoffentlich hier durch. You detect and retrieve an escape pod floating nearby. You consider returning it to space when you learn its Mantis. You sent the pod back out the airlock, you're not stupid. Ich hoffe, es war jetzt eine richtige Entscheidung. Aber ich hatte ein bisschen Schiss. Und da wir das letzte Mal draufgegangen sind, weil ich nicht genug Schiss hatte, wird das wohl eine gute Entscheidung gewesen sein. Die Rebellen sind fast hier. The crew braces for impact, but none comes. The sensors report the unmanned rebel supply ship is malfunctioning and is stuck in vending mode. For little scrap you can take your pick. Was haben die denn Schickes an? Im Long Wage, ein Reverse-Ionenfeld. Können wir uns eigentlich alles nicht leisten. Treibstoff kaufe ich mal wieder. Auch wenn das alles teuer ist. Aber wir springen dann mal weiter. Treibstoff ist ja wichtig und jetzt haben wir ein bisschen was. Wir versuchen einfach mal hier wieder mal so ein gestrandetes Rebellenschiff. Ob wir die Daten runterladen können. Ja, es konnte auch überhaupt nicht anders laufen, als dass wir das Ding aus Versehen aktivieren. So, ich glaube bei dem Ionenblast mache ich Autofire einfach mal aus. Dann kann ich immer mal wieder die Ziele, auf die ich schießen soll, ändern. Weil jetzt sind ja die Schilde erstmal außer Gefecht gesetzt gewesen. Jetzt treffen wir einfach mal nicht. Los, schieß weiter. So, Schilde wieder außer Gefecht. Dem Waffensystem geht es da wohl auch nicht so gut. Aber mit den Schilden. Gerade geht es da keiner Sache mehr irgendwie gut. Und damit geht es über das Schiff nicht mehr gut. Sehr gut. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Scrap bekommen. Als wenn wir uns nicht mit dem angelegt hätten. So, ab hier erwarten wir also einen Kampf mit den Mantis. Okay, hier passiert wohl erstmal nichts. Wir könnten also eigentlich mal weiterspringen, aber ich gucke jetzt mal. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen aufrüsten, zwei Punkte drauf, damit wir bessere Schildsysteme haben müssten. Vor allem müssen wir da auch wieder mehr Energie reinpumpen.
Eigentlich müsste ich jetzt auch noch die Energie hier hochdrehen, aber das kann ich mir noch nicht leisten. Machen wir später. So, dann mal weiter. Da unten Richtung Ausgang. Vielleicht kommt schon was Böses. Was? Intruders? Oh mein Gott. Oh Mann, das ist alles andere als schön. Gucken, ob wir uns irgendwo sammeln können. Und die dann gesammelt angreifen. Mit sowas hat man ja immer noch die besten Chancen. Als was sind natürlich auch hier die Kampf-Aliens schlechthin. Und wir haben nur einen geringen Vorteil, dass wir langsam geheilt werden. Eieiei. Für die beiden ist erstmal Auszeit. Genau wie für ihn. Ist alles andere als gut hier. Oh Mann. So haben wir jetzt sonst keine Bedrohung von außerhalb. Weil das könnte sonst gefährlich werden. So, das Schöne ist, wir haben ja die Heilungsstation. Das bringt uns einige Vorteile. Oh Gott. Und einer stirbt hier gerade. Schicken wir ein bisschen da rum, wieder raus. Der zieht sich auch noch zurück. Die beiden können dann wieder in Kampf. Um denen eben den Rückzug zu decken. Ich sagte, die beiden können wieder in Kampf. Weil so viel halten die da auch nicht mehr aus. Okay, ausgezeichnet, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Wir gehen wieder, er geht zu den Waffen. Da oben. Ken ist wohl der, oder übel der Pilot. Auch wenn ich Ken lieber nicht als Piloten da haben möchte. Ja, jetzt schön chillen und er repariert mal eben den Antrieb und geht dann dahin. Die Engines sind gerade critical. Sowas ist nie gut. Das Problem ist, hier haben wir jetzt auch nichts von bekommen. Von denen. Ich weiß gar nicht, ob uns das was kostet, wenn wir jetzt uns hier reparieren. Habe ich nie so drüber nachgedacht, aber wir geben uns weiter zum Ausgang. So. Und eine Nahstation hilft uns nochmal ein bisschen. Jetzt haben wir auch eine Defense. It flies faster than Mark 1 and can also shoot down incoming lasers. Braucht leider auch sehr viel Strom. Und so gut ist unser Schiff noch nicht aufgerüstet. Ich kann aber mir jetzt mal so einen weiteren Powerbader für den Generator, von dem Generator holen. Reicht es ja noch nicht ganz. Also ist noch nicht ganz das, was ich gerne hätte. Wir fliegen jetzt einfach mal noch zu dem Ort, wo vielleicht noch mal jemand Hilfe braucht. Und das war natürlich eine Falle. Was ist es ja immer. Aber wir machen das. Wir haben es ja schließlich drauf. Die Anti-Schiff-Drohne machen wir an. Und den Ionenstrahl auf die Schilde. So, jetzt müssen wir bei denen erstmal die Schilde runterkriegen. Die haben da ja auch irgendwie noch so eine Bonusenergie drauf. Ich bin eigentlich ziemlich froh, dass ich die unsere Schilde mal ein bisschen aufgerüstet habe. Sowas ist immer hilfreich. Ich kann irgendwie auch mit einer Waffe nicht beide gleichzeitig im Alarm gelegt haben. Ist vielleicht ein bisschen schade. Obwohl, es lädt sich ziemlich schnell auf. Das Angebot nehmen wir jetzt einfach mal an. Ein bisschen mehr Treibstoff und so. Und ja, dann springen wir mal weiter Richtung Ausgang.
Und in das nächste Sternsystem gehen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und bis dahin euch noch einen schönen Tag und ciao.